Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe hier in Forza Horizon 3. Und ihr seht schon am Titel, es ist mal wieder Zeit für eine Runde Wheel Spin. Ja, für die Leute, die nicht wissen, wie das Format funktioniert, ganz schnell erklärt. Wir drehen dreimal am Rad, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und daraus resultiert entweder ein Wagen oder Credits oder eine Mischung aus beidem. Und daraus bauen wir dann was auf und danach werden wir ganz viel Spaß haben. Ich würde einfach sagen, guckt das Format an, das erklärt sich alles von selbst. Wir haben heute eine volle Lobby, 12 Leute am Start. Die Fahrzeuge, die wir jetzt sehen, werden wir leider nur am Anfang sehen. Auch wenn da ein geiles Fahrzeug, finde ich, in der Mitte dabei ist. Und damit meine ich nicht dieses pinke oder die zwei pinken Dinger. Oh. Da meine ich eigentlich die rote Sau. Und wer fährt denn die rote Sau eigentlich? Wer ist denn das von euch? Ha, das bin ja ich. Ich bin halt cool. Nein, Spaß. Okay, ich lasse das mal lieber. Egal, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich gehe mal raus aus der Drohne. Jeder von euch geht schon mal in das entsprechende Menü unter Fortschritt, unter Wheelspin. Und ja, wir lassen es uns heute wieder gut gehen. Mal gucken, wer von euch alles diese 210.000 wieder reinholt und wer nicht. Ja, das ist quasi so die Aufgabe heute vielleicht auch. Ja, wir drehen dreimal am Rad. Es gibt ein paar neue Regeln, die werdet ihr dann einfach sehen, sofern sie greifen. Ich würde sagen, ich drehe einfach einmal schon mal. Und ja, ganz wichtig an die Mitspieler, weil wir haben ein paar neue dabei, nicht erzählen, was ihr habt. Das machen wir danach noch. Am besten aufschreiben. Also bei mir greift sofort eine Regel. Ich habe 2000 gezogen. Genau, es gibt eine neue Regel, die 2000er. Wenn man 2000er zieht, darf man nochmal ziehen, weil 2000 ist einfach zu wenig und das hat in der letzten Zeit sehr viel kaputt gemacht oder bei den ersten Ausgaben. Deswegen die 2000er sind quasi ein Freilos. Und wenn man ein zweites Mal zieht, auch nochmal logischerweise. Für Andi wird es ein bisschen teurer, weil er zahlt ja immer 70.000 dafür. Ich verarsche mich gerade. Alter. Okay. Oh! Ja, nochmal. Okay. Ach! Ja, gut, okay, das geht nicht. Die Scheiße. Nein! Ich muss echt jetzt alles auf die letzte Karte setzen. Und. Okay. Okay. Oh. Ja. Also ich wäre durch. Ich zieh noch einmal. Last one. Auch viermal. Also ich kann schon mal so viel sagen, also es hat sich von den ersten beiden Ausgaben Wheelspin zu jetzt nicht viel bei mir verändert. Ich werde wieder wahrscheinlich eines der schlechtesten Fahrzeuge haben. Egal, schauen wir mal. Ich will noch nicht zu viel verraten, man weiß ja nicht. Ich hab mal ein bisschen mehr Glück. Ich bin wunschlos glücklich. Das wird jetzt lustig. Ich hasse nicht mein nur Leben du. Gerade. Ich nicht bin nur du, auch ja. Wunschlos glücklich. Ja, ich weiß nicht, darf ich noch kurz zur Bank überfallen? ja, würde ich auch gerne, Andi. Wir schmeißen unsere Autos einfach zusammen. Du eine Hälfte, ich eine Hälfte, oder? Ja, aber du musst das Geld nehmen, weil mein Kofferraum passt nicht viel. Ja, alles klar. Gut, ja, dann würde ich sagen, dann portet sich jeder vielleicht mal so zu irgendeinem Festival. Ich gehe jetzt einfach mal zu Surfers Paradise. Komm, hier. Oh nein. Ich gehe Byron Bay. Folgt Byron Bay. Irgendwo hin. Hey, Byron Bay gehört mir. Ich bin auch schon in Byron Bay. Also, ihr könnt schon mal, bevor es dann gleich losgeht, könnt ihr schon mal, wenn ihr quasi ein Auto gezogen habt, könnt ihr bei meine Autos schon mal über dieses Auto hovern. Also noch nicht auswählen, nur drüber hovern. Beziehungsweise, wenn ihr ein Auto noch kaufen müsst, weil ihr nur Credits gezogen habt, könnt ihr schon mal in das alle anzeigen, also ins Kaufmenü schon mal gehen. Und ihr könnt auch schon mal nach Wert oder Klasse oder weiß ich was sortieren. Aber noch nichts kaufen oder noch nicht das gezogene Auto auswählen. Ganz wichtig, das machen wir dann alles zeitgleich, dass jeder die gleiche Zeit zur Verfügung hat. So, jetzt muss ich erstmal hier das entsprechend selber machen, bevor ich hier immer groß rumtexte. Und ja, dann gilt es wieder. 15 Minuten hat man Zeit. Was man in diesen 15 Minuten macht, ist jedem selbst überlassen, ob man Design raussucht, ob man tunt. Oder nicht. Ah, das kann jeder selber machen. Ja. Gut. Ist jeder ready? Oder ist besser Nein, gesagt Moment. Jemand noch nicht ready? Ja, ich ready. Hovern. Ready for takeoff. Okay, ich werde wieder in einen extra Channel gehen. Das heißt, ich werde gleich mit dir als Zuschauer sprechen. Die anderen werdet ihr dann derzeit nicht hören. Nach 15 Minuten werden wir dann wieder zusammenfinden. Ja. Jemand nicht ready? Ich bin ready. Ich auch. Ich habe noch nicht gefragt. Also sind alle ready? Dann würde ich sagen, sobald ich den Channel verlasse, ich hoffe, es kriegt jeder mit, gehen die 15 Sekunden. Genau. Ja. So. Die 15 Minuten gehen dann los. Also, ich würde sagen, bis
Ja, bis gleich. In 3, 2, 1, go! So, ich bin raus. Und, scheiße, was habe ich wieder gezogen? Also, erste Reaktion ist erstmal, ich habe gar keinen Bock jetzt. Mensch, so viele Wheelspin. Gut, das ist die dritte Wheelspin-Folge, aber schon wieder, ich meine, ich habe immerhin mal ein Auto gezogen. Hey, nicht nur Credits. Aber hey, zweimal 30.000. Immerhin ein Gesamtwert von 120, wie man gerade sieht, weil der Ford Falcon kostet aus 60. Aber, wer sich noch erinnert, in der letzten Folge habe ich mich ja verrechnet. Das heißt, ich kriege ja schon mal eine Strafgebühr von 10.000. Das heißt, ich habe nur 50.000 Credits zur Verfügung, um das auszugeben. Mit diesem Fahrzeug. Wir holen es einfach mal ab. Ich glaube, Lackierung oder so suchen wir heute gar nichts aus. Ich lasse es, wie es ist. Oder so eine Rostlackierung oder sowas vielleicht da drauf. Schauen wir mal, was wir machen. Erlaubt ist alles beim Tuning. Ich könnte jetzt quasi den V12 Aventador. Nee, kann ich nicht. Ist zu teuer. kann man sowieso, glaube ich, nicht. Ich guck mal, was könnten wir denn überhaupt umbauen am Motor? Ah doch, wir könnten den V12 einbauen. Aber der ist zu teuer, ne? Was kostet der? 45. Soll ich es machen? Nein, dann würde der mich hauen. Aber den könnten wir einbauen, das wäre doch geil. Aber es ist halt zu teuer. Es ist einfach zu teuer. Wir bleiben beim Standardmotor. Meine Idee ist einfach mal maximale Power erstmal. Ford Falcon ist ein australisches Fahrzeug. Ist es da verpönt, Twin Turbo zu nehmen oder sagt man da auch eher einen Kompressor? Komm, wir bleiben mal stilistisch, auch wenn es wahrscheinlich nicht ganz passt, aber wir nehmen mal einen Kompressor rein. Und dann entsprechend machen wir mal hier einfach volle Hütte, würde ich sagen, mehr oder weniger. Gucken, was geht vom Preis. Ich meine, Motorteile sind in der Regel relativ günstig. Da würden wir ja für 50.000, also nochmal, ich habe zweimal 30.000, gibt 60.000 plus die 10.000 Strafgebühr vom letzten Mal. So fair will ich dann schon sein. Das heißt, 50.000 kann ich ausgeben. Ups, da springen wir schon. Ja, das sind Bugs im Multiplayer. Wenn man Multiplayer im Tunen ist, dann springt man gern mal durch die Gegend. Also ich meine jetzt mal alles, was Leistung ist, da rein. Ich bin mal gespannt, auf was für eine Leistung ich denn am Ende komme. So, die Hälfte haben wir jetzt schon mal für den Motor rausgegeben. Oh, wir kriegen eigentlich ganz gut Leistung rein, würde ich sagen, ins Fahrzeug. Meckere ich jetzt mal nicht. Sind aber von der Klasse. Wir werden halt überhaupt nicht in eine hohe Leistungsklasse kommen. 477 kW. Ich frag mich jetzt gerade, es kostet uns 31.410. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wenn wir doch den Motorwechsel machen, ob das billiger wäre. Okay, der ist genau gleich stark, kostet aber weniger, der V10 aus der Dodge Viper. Der kostet deutlich mehr, bringt aber nicht so viel. Ey, dann machen wir das, dann machen wir doch den Motorswap, weil günstiger. Ja, wir müssen, aber wenn wir günstiger sind, dann machen wir das und dann machen wir hier einen Kompressor drauf. Kompressor auf den Dodge Viper Motor, ey, das ist ja der Hammer. So, und dann machen wir da jetzt einfach nochmal ein bisschen Tuning, würde ich sagen, beziehungsweise wir lassen das erstmal. Wir haben jetzt schon mehr Leistung. Was machen wir jetzt? Also was wir auf jeden Fall machen, ist Getriebe, weil das hat mir jedes Mal so viel gekostet, wenn ich das Getriebe nicht drin hatte. Deswegen machen wir das schon mal rein. Jetzt gucken wir hier mal. Achso, warte, wir machen erstmal vielleicht die einstellbaren Teile rein. Gehen ja vom Preis noch. Mal rein. So, 3,5 Minuten haben wir schon vergeudet an der Zeit. Aber das ist halt echt nicht viel Geld. Das ist halt echt nicht viel Geld. Gewichtsreduzierung, dass das Geld kostet, ist sowieso krass. Aber wie viel hat denn das gekostet hier? Nicht, dass die so scheiße teuer waren. Da habe ich gar nicht geguckt. Machen wir uns mal kurz im Korb angucken. Korb ansehen. Stabi, es geht noch vom Preis. Ja, okay, lassen wir mal so. Was kostet ein Allradumbau? Allrad ist ja, ich weiß, da könnte man mich schon wieder schlagen. Das ist halt schon teuer. Würde halt aber was bringen, definitiv, um diese Leistung auf den Asphalt zu bringen. Ich weiß, Allrad ist jetzt nicht so das Typische eigentlich, aber ich will nicht komplett verkacken, ehrlich gesagt. Mal gucken, was Reifen. Das Problem ist, Reifenmischung, das killt uns. Reifen sind zu teuer. Deswegen Sport könnten wir uns überlegen. Aber alles andere macht keinen Sinn eigentlich. Ich mache die Sport rein. Reifenbreite ist halt auch sehr teuer. Sehr teuer, sehr teuer, sehr teuer. Gewichtsreduzierung haben wir schon. Getriebe haben wir, das haben wir alles schon drin. Bremsen haben wir noch nicht. Die gehen vom Preis. Mache ich jetzt doch Allrad, weil ich
weiß, ihr könnt, ihr würdet, ihr schlagt mich dafür, aber ich muss ja für den Preis irgendwie was machen. Und Allrad würde halt viel bringen. Also mach ich Allrad rein. Es tut mir leid. Es tut mir leid an alle, die. Achso, fuck, jetzt sind die Teile rausgeflogen, ne? Ah, shit, jetzt muss ich die ganze Getriebsgedönse nochmal neu machen. Lass mal weg, Getriebe. Das nochmal auch neu. Ja, weil sonst passt ja vom Preis nicht mehr. Das aber bleibt ja alles, ne? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Das bleibt alles gut. Ja, Motor. Soll man noch mehr Leistung gehen? Dann 561 kW. PS sind denn das? Sind ein paar PS. 762. Ja, wir werden halt so verkacken wieder. Oder soll ich doch lieber noch mal ein bisschen auf Reifen setzen, ein bisschen breiter machen, das Ganze? Frage ist, wenn ich die nehme. Sind wir bei. Die hier? Sind wir bei 2,8? Okay, warte mal, ich probiere mal was aus. Das wäre auch eine Überlegung, wenn ich auf die Stingreifen verzichte. Dann 9. Ah, scheiße, reicht zum Preis nicht, ne? Dann kommen wir drüber, nein! Verdammt, weil die würden dann auf jeden Fall deutlich mehr bringen, wie diese breiten Schlappen. Vom Preis her, weil wenn ich jetzt die hier nehme und hier kann ich dann, nicht mal die kann ich mehr nehmen, die muss ich nehmen. Ich war 6,8. Und ich verzichte auf Reifen und gehe alles auf Leistung. Ein richtiges Trackmonster. Oh, ist doch wieder die Qual der Wahl, ja. Ist halt einfach teuer, dieses ganze Mama-Motor, komm, scheiß drauf, ich mein's gut. So, was ist günstig? Was ist wirklich ein günstiger Umbau? Das ist teuer. Das können wir nicht machen. 2,7. Auch 2,2. Oh, das macht auch 2. Kostet auch nur 2,7, aber bringt halt deutlich mehr, ne? Ja, geil. Machen wir mal. Was kostet das? 1,8. Sind wir schon drüber? Shit. Dann gucke ich kurz nochmal Hubraum. Boah, ja. Für 1000 kriegen wir wahrscheinlich gar nichts, oder? Doch, das könnte gerade reichen, oder? Nein, um 40 nicht. Verdammt. Die sind doch billig, oder? Ja, geht so. Gibt's nichts für 1000? Das gibt's doch nicht. Kolben? Nee. Das ist teuer hier. Das bringt alles nix. Ich glaube, hier habe ich schon alles durchgeguckt, ne? Das heißt, ich müsste, wenn, was ist Schwungscheibe, wie, das ist auch voll teuer. Antriebswelle könnten wir noch gucken. Auch zu teuer. Aber Bremsen könnte ich kurz nochmal, scheiß auf mal auf die Rennbremsen. Aber was kosten die? Warte mal, ich mal kurz nochmal raus. Preis. Ja, ein bisschen spart man schon. Sparen hier. Ist ja was, wir müssen sparen. Ich verzichte auf die Stabis, ey. Das wird mein Todesurteil sein, aber ich verzichte darauf und dann machen wir das mit den Reifen doch so, dass wir die Rennreifen nehmen. Dann nehmen wir aber schön hier die mit die Hot Wheels. So. Genau. Und dann können wir. Nee, das ist vom Preis geht es nicht, ne? Nee, du. Das ist Kacke. Das kostet alles zu viel Geld. Das bringt uns. Was können wir hier eigentlich noch machen? Das ist eigentlich. Ja, das ist alles zu teuer. Glaube ich, das schlechteste Auto bis dato, ne? Was wäre bis jetzt von der Leistung her, glaube ich. Ja, ich glaube, für so wenig kriegen wir eigentlich nichts rein, oder? Oder irgendwas gab es auch, was nicht so viel gekostet hat hier, oder? Oh, scheiße, reicht auch nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Dann, Bordfeder nur nehmen. Würden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen sparen. Können wir halt nicht so viel im Feintuning machen, aber das scheiße ich mal. Das muss ich durch Fahrskill dann irgendwie rausregeln. Dass wir hier noch mal vielleicht irgendwie irgendwas reinmachen können. Da kostet was 1000. 1175 wird noch gehen. 1175. Werden wir nur kein Teil finden, was so viel kostet.
Naja, dann, ja, machen wir das noch rein. Ja, dann sind wir jetzt ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. Dann lassen wir das so. Ja, dann lassen wir das mal so. Wir haben noch 5 Minuten. Design lasse ich mal so. 868er Li, ey, da haben wir richtig verschissen, haben wir da, das sage ich jetzt schon. 611 kW, immerhin. Wir haben immerhin Leistung. Leistung regelt. 831 PS. Die wir einfach nicht auf die Strecke kriegen. Gut, ich habe Allrad eingebaut, wie gesagt. Klar, ist verpönt bei euch, ich weiß. Dafür habe ich einen Kompressorumbau, keinen Turbo-Umbau gemacht. Aber in dem Format, da muss man auch solche Umbauten einfach mal riskieren. Ja, Tuning. Stell mal ein bisschen was ein. Irgendwas regeln, hinten ein bisschen weniger. Getriebe. Gute Beschleunigungswerte eigentlich. Da müssen wir mehr auf Geschwindigkeit gehen, glaube ich, weil Topspeed kriegen wir schon mehr hin, würde ich behaupten. Ja, da geht schon ein bisschen was. So vielleicht. Ich sehe es, die kommen alle mit S2-Fahrzeugen. Ey. Ich habe echt schon wieder Krise in meinem Kopf. Wieso ziehe ich immer so blöd? Das ist doch scheiße. Ich will auch mal was Gutes ziehen. Das können wir alles nicht einstellen. Okay, da habe ich schon ziemlich viel jetzt nicht reingemacht, was zum Einstellen. Das heißt, ich kann gar nicht so viel machen. Wir können aber hier auf jeden Fall ein bisschen mehr auf die Hinterachse geben. Und das Ding wird untersteuern. As fuck, das weiß ich jetzt schon. Werden wir einfach mehr auf der Hinterachse. Das passt schon. Und hier weniger dafür. Ja, das wird schon irgendwie passen. Dann würde ich sagen, dann nutze ich die Zeit und fahre mich ein bisschen ein auf das Gerät. Ah, das ist mein Ziel jetzt. Oh, 3 Minuten haben wir noch knapp. Der Motor ist geil, oder? Dann haben wir mal Dodge Viper Motor hier am Start. Soll niemand meckern. V10. 8,4 Liter. Am Hubraum haben wir ja nichts verändert, oder? Ich bin schon wieder so vergesslich. Das heißt, wir haben aktuell, müssen wir noch den 8, ja, 8,4 Liter haben wir noch. Okay, wunderbar. Mit Kompressor aber diesmal, ja. Oh Gott, das Ding. Und wir haben Rennreifen. Hey! Aber das Fahrzeug hat halt nichts eingestellt. Gut, wir haben Sport. Aber mal tiefer legen müsste doch trotzdem gehen, oder? Moment. Bei Sport? Oder kann man da gar nichts einstellen? Nee, tatsächlich. Das ist halt sportliche Federn, aber kann ich mehr einstellen. Okay, das ist ja der Hammer. Egal, wir fahren jetzt noch ein paar Meter. Dass ich mich ein bisschen einfahren kann auf das Gedöns. Ich mach mal die Sicht. Ein bisschen mehr Übersicht. Weil bei dem Fahrzeug muss man vorausschauen fahren. Deswegen mach ich mal lieber eine andere Sicht rein. Oh mein Gott. Mal gucken. Also ich denke mal, irgendjemand wird es auch noch richtig scheiße erwischt haben. Aber ich denke mal, ich habe was ganz Gutes draus gemacht. Ich habe halt jetzt viel auf Leistung investiert, weil ich gedacht habe, ja, wenn ich es schon in den Kurven nicht reißen werde. Und vor allem, das Blöde ist, Crip-Tuning ist halt scheiße teuer. Leistungstuning ist deutlich günstiger. Und, ja. Aber ich hoffe mal einfach, dass ich mal irgendwas ziehe, wo richtig viel bringt. Ich meine, klar, wir haben diesmal einen Gesamtwert immerhin von 120.000, weil das Ding hier 60.000 schon mal kostet, aber naja. Naja. So, die letzte Minute läuft gleich. Können wir driften? Driften müssen wir eigentlich ganz gut können, oder? Es gibt ja auch Drift-Herausforderungen. Ja, wir haben ja alles mögliche an Spielen, die hier kommen können oder Herausforderungen. Wir fahren ja nicht nur einfach Rennen, es kann ja alles kommen. Und das ist auch eine Änderung, die jetzt dann gleich sein wird. Das war auch in den Kommentaren von euch geschrieben worden, dass wir nicht nur den Wettbewerb zufällig auslosen, sondern auch die Person, die dann bestimmen kann, was genau. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Rundkurs ziehen, dann lose ich die Person aus, die bestimmt, was für ein Rundkursrennen wir fahren sollen. Da bin ich mal gespannt, was sich dann die Leute dementsprechend einfallen lassen. Ja, das Auto passt schon. Da sehen wir schön weichere Federung. Das heißt, selbst wenn wir Offroad fahren sollten, glaube ich, passt das schon. Gut, 30 Sekunden laufen noch. Die lasse ich den Herrschaften natürlich noch. Und dann geht's gleich rund. So, ich fahre noch hier ein paar Meter. Mal noch ein bisschen Cockpit-Sicht fahren, ein bisschen ausnutzen hier, den Shaker da vorne ein bisschen
begutachten. Boah, der Kompressor klingt halt jetzt schon geil. Wir können ja schon mal in der Zeit... Ah ne, Zeit ist vorbei. Gut, okay, die 15 Minuten ging schneller vorbei als gedacht. Also, es geht zurück. Mir fehlen Scheiße. Zeit ist vorbei. Boah, perfekt. Mir fehlen zwei Eli zu X. Sowas möchte ich natürlich unbedingt jetzt hören. Dass noch zwei Li zu X bei diversen Personen fehlen. Boah, es wird noch besser, Ray. Ja, Ray, es kommen dann noch lustige Aussagen. Ich weiß sowieso, dass ich schon wieder verschissen habe. Da müssen wir nicht drüber reden. Wir treffen uns wieder am Flugfeld. Ja, ich denke mal, ich habe auch schon gerade gesagt, im Stillen und Heimlich, ich denke mal, es gibt auch andere, die verschissen haben. Aber, ja. Aber... Ja. Aber, ja. Ja. Wird auch welche geben, die geile Autos machen. Nein. Andi, ach was. Nein, ihr habt ernsthaft dasselbe Auto jetzt, oder? Da bin ich jetzt wirklich gespannt, wer wie gut... Wobei, kommt drauf an, wie viel finanzielle Mittel man noch hatte, ne? Das ist halt natürlich die andere Frage. Also bei meinem Auto hat sich eigentlich nicht viel geändert, außer dass es keine Horizon Edition mehr ist. Okay, gut. Also ich komm gleich. Moment, ich rolle daher. Oh, okay, ich spawn einfach bei der Scheune. Ja, es gibt's ja, und dann hast du halt so eine Viper, die schon Standard mehr LI hat als wir. Oder als ich getuned jetzt. Das ist so eine Viper, die lustigerweise denselben Motor hat wie ich jetzt gerade, so viel kann ich schon mal spoilern. Ach, komm, von der Seite geflogen. Da sind wir auch schöner V10 in den Wagen rewandert bei mir. ZZ4, ey. Ach, der GTR. Oh, nee, das ernst? Ultima. Ey, komm, ganz ehrlich, die Ultimas können sich doch alle schon wieder verpissen. Ja, auf die habe ich schon wieder gar keine Lust. Ich konnte sogar mein eigenes Design benutzen. Das ist der Horizon Edition Ford. Hä, bist du nicht vorher schon mit dem Auto da gewesen? Nein, vorher war ich mit der Horizon Edition, mit dem orange-schwarzen da. Ja, aber es ist genau das gleich. Das wird witzig mit der Folge. Selbe Auto, nur halt Horizon Edition war ich vorher. Naja, geil. Wir kommen zum, für manche lustigen Teil, für manchen den Teil, wo man sich den Tisch gegen die Tischkante kloppen wird. Zwei Ultimas? Zwei Ultimas? Nee. Und vor allem den Nobel haben wir auch noch der... Ach Gott, ey, das ist ja scheiße. Der Nobel ist ein super tolles Auto. Der Raptor macht naja, also fangen wir einfach mal an. Mit dem Handsome Huber, der einen Ford Raptor gezogen hat, so wie es ausschaut, was hat er denn noch gezogen? Ach so. Tja, das ist eine witzige Geschichte. Einmal 7000. Dann 75.000. Und dann kam die große Überraschung, dann nehme ich nochmal 7000. Hä, dann hast du ja viermal gezogen. Hä? Nein, er hat den Raptor 75.000. Ach so, dann dafür hast du den Raptor gekauft. Ja, ich konnte nicht widerstehen. Ich dachte, wenn man sowas fährt, dann hat man ja, okay, gut. Du setzt halt heute auf Minigames. Ich setz auf Masse. Und vor allem halt setzt du auf Offroad, ja. Was die Herrschaften, die ja wahrscheinlich nicht so hoffen, dass es kommt, aber die haben wahrscheinlich so viel Power, dass es eh egal ist. Das ist ja, dann haben wir mal den Galaxy, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden, den hat er sich nicht gekauft, den hat er 100 Pro gezogen. Ne? Ne, nicht ganz. Ich habe zuerst 40.000 gezogen, dann 25.000, dann 75.000 und da der ja nur 130.000 kostet, habe ich mir den gegönnt. Okay. Und bei Higi? Ja, ich habe... Ja, geil. Der hat den Tarnmodus noch gekauft. Ich hab 5.000, dann 100.000 und dann 50.000. Und dann auch selbes gekauft, weil er günstig ist. Ja. Ja, okay. Audi, fährt natürlich ein Audi. Big. Ich hab einmal 30.000, einmal 5.000 und einmal 75.000 gezogen. Okay, ja. Passt. Achso, dann komm ja schon. Nee, ich mach zum Schluss. Dann kommt Andi. Welcher war es nochmal? Ach ja, der war meiner. Ich habe ja erst den Ford gezogen eben, dann 50.000, dann 7.000. 50.000 und 7.000, das heißt, du hast 57.000 zur Verfügung gehabt, ne? Ja. Okay, interessant. Also du hast mehr zur Verfügung gehabt wie ich, schon mal. Ja. Das kann man schon mal sagen. Ja, ich bin nicht Letzter. Soll ich noch was zu dem Auto sagen? Nur wenn du magst. Ach so, ja, Traktion. Reicht. Traktion. Also Allrad und nein, Rennreifen. Nein, Allrad nicht. Okay. Und ich bin beim Standardmotor. Okay, ja. Ich habe sehr aufs Geld geachtet. Naja, gut, okay. Dann haben wir den Renegade. Ja, ich habe erst 2.000 gezogen, dann 50.000, 10.000 und dann die Viper.
Ja, bei 2000 darf man nochmal ziehen, das passt. Okay, und dann haben wir Scarface. Achso, willst du noch was sagen, ja? Ja, das ist jetzt mit den 60.000 fast Vollaufbau gewesen. Ja, wenn du ein gutes Auto hast, kriegst du für 60.000 schon ordentlich was rein. Aber ja, wenn da halt nicht so gutes Auto hast, ist egal. Scarface. Ja, ich hatte 75.000, dann den BRZ, mein Lieblingsauto. Dann 20.000 und es ist ein fast Vollaufbau, Schwungscheibe und Ölkühler mussten dem Bodykit weichen. Das muss das einfach sein. Bodykit muss sein. Dann der Typ, der gerade noch gesagt hat, wegen 2 Eli habe ich die X-Klasse nicht erreicht. Mit dem Springer, der geht mir am Arsch vorbei. Dann haben wir noch Core XFTW, der hat einen GTR gezogen oder gekauft. Ich weiß nicht. Ich habe den gekauft. Ich habe 50.000 gezogen, dann nochmal 50.000 und dann 75. Ja, und dann habe ich mir für 100. Wollt ihr mich verarschen? 50.000. Ja, weil es ja noch nicht reicht, diese 100. Natürlich nochmal 75.000. Weißt, manche Leute hier, die haben nicht mehr 50.000 insgesamt zum Ausgeben. Verdammt. So ging's mir beim ersten Mal auch. Hey, ja, aber jedes Mal, Mann, ich bin so scheiße hier. Dann hab ich mir den GTR jetzt gekauft. Ich programmiere jetzt in den Wheelspin die Porsches rein. Also nur Porsche. Ganze Zeit. Kommt den ganzen Zeit beim 918 an. Ja. Ganze Zeit 918 ja. Läuft, ja. Oh, ich hab einen Wheelspin 918 gezogen. Ja, sowas. Und nochmal, was kann ich ja voll viel dafür tun. Oh, ja. Dann haben wir noch den Jokel. Also ich habe einmal die Z4 gezogen als allererstes, dann hatte ich einmal 10.000 und dann 75.000, hab ich noch Glück gehabt. Das krasse ist, der zieht halt mit einem Wheelspin mehr als ich gesamt. Ja, ja, auf das will ich ja zu sprechen kommen. Na egal, okay, jetzt kommt noch Chris. Ja gut, als erstes habe ich 30.000 gezogen, dann die GT Horizon Edition natürlich. Dann die schon ein bisschen aufgebaut ist, ne? Dann wieder 40.000 und der Vollaufbau hat mich gerade mal 20.000 gekostet. Also Wunschlos wirklich. Ja. Ich hasse euch alle. So, ja, kommen wir nochmal zu mir, nochmal abschließend. Zuschauer, wir haben es natürlich schon gesehen, aber dass ihr auch Bescheid wisst, was hier vonstatten ging. Ich habe den hier als erstes gleich gezogen, da war für mich der Tag eh schon vorbei. ja, und dann habe ich noch zweimal 30.000 gezogen, das heißt in der Summe 60.000, aber ich habe ja versprochen, da ich mich beim letzten Mal verrechnet habe, ziehe ich mir die 10.000 ab. Das heißt, ich hatte nur 50.000 zur Verfügung. Ja, manch einer zieht es in einem Zug. So. Und hättest du dir auch einen Raptor kaufen können? So, nein, ich musste den ja nehmen. Ich habe ja den gezogen. Achso, okay. Weil der hat ja einen Wert immerhin von 60.000, ja? Also von dem her bin ich immerhin heute mit einem Wert von 120 oder 110.000 unterwegs. Ja? Also mein, ich sag mal, immerhin da ist eine Steigerung. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe extrem aufs Geld geachtet. Ich habe erst geguckt, was passiert, wenn ich den Motor aufbaue. Wie viel das kostet, das hätte mich knapp 32.000 gekostet und dann habe ich mal beim Motorswap geguckt und habe gesehen, für die gleiche Leistung, also der V10 Motor, der Viper, ist günstiger, der kostet nämlich irgendwas knapp nur über die 20.000. Dann habe ich den genommen, Kompressor noch drauf geschnallt, dann habe ich sehr, 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 sehr tief in den Abgrund geblickt und habe mich tatsächlich überreden lassen, da ein Allrad einzubauen, weil irgendwie muss ich die Drecksleistung ja auf den Asphalt bringen. Der hat eben immerhin 831. So, ja, Andi hat sich nicht getraut, ist egal, einer steht immerhin gerade und ja, egal, der Rest wollen wir nicht drüber reden, alles kacke heute. Jetzt kommt der spaßige Teil, hoffe ich. Und ich meins auch noch sagen. Ja, der spaßige Teil. Das erste, was wir machen, ist tatsächlich das Track Race. Zufallsgenerator sagt Track Race. Ja, Moment, aber halt, ich habe ja gesagt, heute muss ja jemand entscheiden, welches Track Race wir machen. Deswegen lose ich das mal aus. Und das Track Race entscheidet heute der Chris. Welches Track Race machen wir denn, Chris? Das Track Race auf dem Flugfeld vielleicht. Ja, okay, finde ich gut. Das hätte ich jetzt nämlich auch vorgeschlagen. Du hast einen guten Geschmack. Find ich super. Ja. So, Scarface hat mir noch die Rechte gegeben. Aber ganz ehrlich, ich habe bei dem Typ auf die Moral geachtet. Ich wollte, wenn ich einen Motorsport gemacht hätte, wäre es der Corvette-Motor geworden. Aber ich wollte auch keinen Turbo drauf machen. Und Allrad sowieso nicht. Ja, das habe ich auch gesagt. Turbo mache ich nicht. Ich nehme dann schon den Kompressor. Aber, ja. Ray, da habe ich meine Ehre schon verletzt. Allrad und Turbo. In die Viper. Das geht gar nicht. Sowas geht gar nicht. Ja, Allrad geht eigentlich auch nicht, aber bei dem Format muss man einfach mal darüber wegspringen, da muss man wirklich aufs Geld achten, ja. Und wenn so ein Allradumbau halt einfach nicht so teuer ist, dann kann man den ja auch mal machen, ja. So eigentlich ist es total unlogisch, normal ist ein Allradumbau unbezahlbar, aber ist egal. Für 4.500 kann man das mal machen. Ja, eben. Würde ich nee, ich hab da eher auf andere Sachen gesetzt. Also meiner wird der schnellste sein im Drag Race. Nein, der Ford GT wird der schnellste sein. Hält jemand bitte mein Bier für den Drag Race, danke.
den Jogger. Hey, gibt es nicht mir. Jungs, ich habe eine Pommes-Tick hinten drauf, alles hinten drauf stellen. Also ich würde behaupten, ich werde nicht der Langsamste sein, glaube ich. Weil ich habe, wenn ich auf was gesetzt habe, dann war es Leistung. Ja? Auch wenn der LI tatsächlich so dafür spricht. Vor allem nicht, ey. X, ihr seid doch scheiße. Tschüss, ne? Bis irgendwas. Das ist so lächerlich. So, Andi. Also, ich kündige schon mal an, das Format Wheelspin wird aufgrund des Pechs des Veranstalters abgesetzt, weil langweilig. Aber ich habe immer ein spannendes Duell mit dem Auto hier. Simon, ich habe ein spannendes Duell mit dem Hummel. Und jetzt kommt das wird knapp, komm. War das nicht? Das müsste ich ja wohl geschafft haben. Aha, aber hab ich jetzt noch mal rangekommen. Hey, schon bei mir deutlich vor dir, Moment. Simon, das ist knapp. Es war voll knapp. Das ist ich so war knapp, so Simon. Weit bei dir. Ich war so weit vor dir bei 0,001 Alter. Und Murmel muss man übrigens einen Strafpunkt einrechnen. Du hast wegen 3 LI die X-Klasse nicht erreicht. Ist nicht knapp 98? Ja. Hat er gesagt. Nee, 98 bist du ja noch in der S2. Alles klar, dann gibt's ihm das jetzt 2000 also dazu. Danke. Deswegen gibt's beim nächsten Mal 800 LI Abzug bei dir. Hallo, ich lebe mit der Schande, wieder Scheiße gezogen zu haben. Egal, als nächste Disziplin ist ein Straßenrennen und entscheiden, welches wir fahren, tut der Handsome Huber. Gott. Also ein Straßenrennen. Oh Gott. Ja. Okay, es gibt keinen Straßenrennen. Die mit diesen Pfeilen nach oben und unten. Mal gucken, wie viele Checkpoints ich verfehlen kann. Es gibt keinen. Alle. Wir fahren das, pass mal auf, das beim Observatorium ganz oben, das steht bei mir auf Englisch dran, das North Plains Sprint. Also der ganz oben beim, wo die Satellitenschüsseln sind. Du hast schon Straßenrennen und... Ja, Straßenrennen, ja. Das ist ein Sprintrennen. Das ist ein Sprintrennen. Oh. Ja, geil. Perfekt. Rechts und links davon entweder Cooper Petty oder Bauhof bis Cooper Petty. Das ist auch geil. Entweder Cooper Petty oder Bauhof bis. Dann fahren wir Cooper Petty Highway Loop. Das ist an dem Fluss bei Cooper Petty. Ah, okay. Oder der Cooper Petty Landstraßenschleife heißt es auf Deutsch, lustigerweise. Oh Gott. Oh, nicht oh nein. Da porten wir uns mal hin. Ach du Scheiße. Super. Du darfst natürlich noch entscheiden, ob Kollision ein oder aus. Oh Gott. Natürlich ein. Nein. Hallo. Der fährt einen Raptor, natürlich ein. Also bis eben sah das Gefährt noch ganz cool aus. Ich hätte jetzt noch sagen können, du kannst auch entscheiden, welche Klasse wir fahren. Ja, da hättest du die ganze X-Karonne nämlich rauswerfen können, aber ich glaube, das lassen wir mal lieber. So. Aber ich sag mal danke, dass du mich durch Wasser fahren lässt mit dem Ford. So. Oh Gott, ey. Ja, das wird bei mir, bei so einem tiefen Auto, wird das ein bisschen ja, teuer. Ja, ich glaube, mein Boah. Ultima hat daran Spaß. Es ist meine Corvette, Andi, wir fahren einfach unter uns. Die anderen backen uns einfach gar nicht. Ja, du bist halt am Start schon weg. Ich schaff nicht mal 300. Ich schaff auch nicht 300. Ja, das lag ja in deiner Hand. Ich schaff 400. Du hast mehr oder weniger dieselben Mittel, ja? Ja. Der Rest wird auch nicht 300 schaffen, weil vorher dränge ich einfach ab. Ja, aber ich hab halt keinen V10 eingebaut. Ja, du hast vielleicht ein paar Zylinder mehr, aber sind die gleichen Mittel. Ich sehe schon kommen, der Raptor startet vorne. Ja, er hatte die gleichen Voraussetzungen, ja. Selbe Fahrzeug und sogar ein bisschen mehr Kohle. Ja, aber bei mir hat die Moral einfach gesagt, ja, nein, das darfst du nicht tun. Ja, Dodge-Motor darf man schon einbauen, finde ich. Ich hab Angst im Dunkeln. Ganze Nebel. Das mit dem Allrad ist tatsächlich so ein Grenzthema. Oh, los geht's. Ach, noch nein. Ihr müsst bei erster mir vorbei, gell? Ernsthaft, der Raptor so weit vorne. Oh Gott, das ich starte zum Glück parallel zu ihm, ne? Daher ist es scheißegal. Das ja, ich starte als Vorvorletzter, herzlichen Glückwunsch. Och nee. Die Viper. Ja, ich wollte an den Raptor vorbei. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Boah, ich muss jetzt irgendjemanden aus dem Checkpoint drücken oder so. Der drückt mich auf jeden Fall schon mal aus dem Fenster raus. Andi? Ja, geil. Ich werde rausgedrückt. Nein! Das war Andi. Was? Nein. Das war echt da. Gar nichts mit zu tun. Was ist und da mir? Ziehen sie alle vorbei. Leucht! Oh. Nein, nicht. Christoph, Mann. Ah, Juhu, schon mal nicht letzter. Scheiße. Und das warum? Ich hab meine Waffe extra so eingestellt, dass sie ein bisschen mehr untersteuert.
Ich habe erst alle Teile eingebaut, dass ich es einstellen kann. Da dachte ich, nee, ist alles zu teuer, alles wieder rausgeschmissen. Nee, das hab ich halt alles. Ja, das habe ich alles. Also ich habe nur Sportfedern, aber die kann man ja auch nicht einstellen. Ich habe halt alles. Uns Getriebe halt, weil das muss halt einfach rein, weil das hat mich so oft jetzt schon in den Multiplayer-Folgen so viel Zeit gekostet, weil ich das Getriebe nicht drin hatte. Ja, nee, ich wirklich. Was bremst du da? Ich hab gedacht, das wird schon der Allrad. Go, fuck. Oh, Mummel. Fuck. Der Checkpoint, ja. Hör auf zu schieben jetzt. Jetzt wird hier von der Scheiße. Was ist hier los? Rausgeschoben. Ich räum das Welt. Oh Gott, nein. Nein. Hast du verdient. Den hast du verdient. Boah. Oh, jetzt ist Checkpoint. Ray, dich krieg ich noch. Ja, wenn das Ding mal endlich einlenken würde, wäre auch mal gut. Ja, ich komm halt um die Kurve. Lauf nicht auf der Kurve. Oh Gott. Ich komm halt gar nicht um die Kurve. Okay. Oh, und musst du vorbei anholen. Du kommst an mir nicht vorbei. Ja, okay, ich lieg auf dem Dach und werde zurückgesetzt. Yo, Alter! Viber, crash einfach mal in die rein. Nein! Sorry! Gut, wenn man die Strecke kennt. Ja, gut, dass ich alles gefahren bin. Micha, aber die fährt man ja auch genug, gell? Jetzt wollte ich die Viber auch crashen, das ging nicht so gut. Ray? Ja? Die Kurve war da drüben. Nee, ich wollte die Kurve auch nicht fahren. Ich wollte die Viber als Bremsklops nutzen, hat nicht so geklappt. Jetzt werde ich echt Sechster in dem Ding. Ja, Letzter war nicht Letzter. Immerhin nicht Letzter. Ernsthaft? Na, knapp am 99 DNF vorbei. Ja, vor dem GTR und vor dem TT. Das ist schon mal akzeptabel. Ja, der Ford GT ist ja richtig scheiß getuned, Alter. 999 wird Letzter, ey. Würde ich mir schon schämen, ey. Echt? Da kommt gar nichts. Ich war einfach so schnell, dass ich rausgeflogen bin. Aber Ray, hast du Stabis eingebaut? Hey, ich hab mir nee, hab ich wieder rausgeworfen. Okay, dann kannst du das untersteuern, aber auch nicht so perfekt wegbekommen. Hast du nicht zugehört? Ich wollte gar nicht die Kurve fahren, ich wollte die Viper upcrashen. Ja, nee. Und das hat nicht geklappt. Ich hab ja allgemein gesehen, dass du in den Kurven nicht ganz so stark unterwegs bist. Ja, ich hab ja auch nichts gemacht für den Grip. Ich hab ja nur Leistung. Was machen wir hier, der Raptor auf der Ultima? Gar nicht. So, und zwar der Renegade darf ein Spielplatzgebiet auswählen. Ich habe noch nicht gesagt, was wir spielen. Ja. Bei den Schiffwracks. Bitte nicht Flaggenjagd. Flugfeld. Nicht Schiffwracks. Ja! Flugfeld. Was? Nö. Piste XL. Was? Nochmal. Piste XL. Das ist Piste XL, Flugfeld oder was? Das ist Flugfeld. Okay, dann porten wir uns da mal hin. Oh wow. Warte, ja, das ist fertig. Machen wir mal König. Nee, das ist entscheidet Zufallsgenerator. Ach, du entscheidest nur das Gebiet. Infiziert. Bitte infiziert. Nein. König. Will infiziert kommt, ist an die jetzt raus. Drei Male nicht infiziert, das wird schon. Wow. Das sieht cool aus. Bleib bitte der Web dann. Warte, Ray, ich bin auf einer Schnellreise. Okay. Oh je, vor allem meine riesen Theke da hinten. Wo bleibt der Raptor? Okay, fertig. Mein Nobel ist weg. Nobel? Wo ist der Raptor? Ist auch da. Nicht anwesend. Ich sehe den nicht mehr. Der ist da so. Der backt da so durch die Scheiben durch, der Nobel. Flaggenjagd. Oh nein! Tja! Yes! Da muss ich nur meine Masse einsetzen. Darf ich die Trailcat benutzen? Die möchte ich auch benutzen. Darf ich den Titan benutzen? Nein. Wobei, was bringt ihr das? Es wäre halt echt lustig, wenn ich infiziert ziehe und Andi müsste die Location auch noch raussuchen. Das wäre der ultimative Ziehung, ey. Am besten Sägewerk. Und dann ist er auch noch infiziert, ja, das wäre dann halt. Nee, dann fahren wir auf Blizzard Mountain rüber. Naja. Nee, sicher nicht. Ich starte Zweiter! Mann, Mann, ich starte mit bereitet euch darauf vor, Kontakt mit mir zu machen. Nein. Doch. Oh. Die pinke Flagge gehört mir. Und direkt neben mir die Flagge. Ja, genau, ich starte gleich vor der Flagge. Ja, das ist ja meistens so, dass irgendjemand die Flagge startet. Ach, komm ich bin doch. Einfach zu unpräzise. Ich hab quasi jetzt eine richtige Kanonenkugel. Ich muss einmal mich richtig positionieren und dann einfach abschießen. Ich sehe überhaupt nichts. Wie ich einfach von allen ausgebremst werde. Als wenn. Bringt nix. Die Viber, ey. Ich hab das immer doch schneller.
Wreckway ist ohne Probleme abgezogen. Ey, Micha, nein. Nein! Ich würde sagen, doch. Nein! Ah. Boah, nein! Ich habe Audi einer bei mir auf jeden Fall berührt. Komm. Ah. Na! Endlich. Scarface, nein! Natürlich. Meine Flagge, meine Flagge. Scheiße. Meine Flagge. Meins? Also ich will ja nichts sagen, aber man hat schon leicht einen Vorteil, wenn man mehr Leistung hat, wenn man spielt. Naja, nein. Wenn man nicht vom Fleck kommt. Ey, Alter, wie geil ich den gesnackt habe. Hab ich schon auf dem Dach? Nein. Das gibt's ja, das ist doch ja unfair. Ich werde wieder sichtbar, obwohl ich auf der Seite lieg. Wie lächerlich ist das? Fand's mich doch. Und dann auch noch so ein hässlicher Ultima, ja. Der quasi ist gerne. Arme. Alter, du was? Da wartet der vorm Checkpoint. Oh, Alter. Ich hasse der macht Drecksack, ey. Du kriegst so Renegade, du bist so ein Drecksack. Nein! Nein! Ich jag dich jetzt bis zu deinem Lebensende. Ich mach dir das Leben zur Hölle, ich schwöre. Ich häng hier fest, das ist ein bisschen scheiße. Nein! Als ob, Andi! Weißt du, wir ihr Kleinen müssen doch zusammenhalten! Ja, eben, und ich hab halt schon zwei. Okay, da hast du ihn wieder. Ach komm, ich hab dich doch. Ey! Nein! Ja komm, fahr rein! Komm. Nein! Halt sie auf! Nein! Was? Diese Lache! Ich komm hier halt aus dem Wasser. Nein! Was? Das Problem ist halt wirklich. Wir haben einfach zu wenig Leistung oder zu wenig. Nein! Oder alles. Nein! Yo! Geil, danke! Hier komm ich halt nicht mehr raus. Warte, ich dräng dich raus. Ich werde einfach mal in da reingeparkt vom Raptor. So, wie krieg ich dich da jetzt wieder raus? Gar nicht, glaube ich. Warum kann ich mich zurücksetzen? Ja. Okay. Vor allem, dann schmeißen sich die Leute auch noch vor dich, dass du nicht mal mehr zu einer Flagge hinkommst. Ja, aber wer hat jetzt die rote Flagge? Von den Flaggenpunkten rum. Ja. Ich musste mich gerade zurücksetzen. Ja. Außerdem gehört es zum Spiel. Ja. Nein, ernsthaft. Du bist hinter mir vorbeigefahren. Das gibt's nicht, ey. Nein. Mann, Mann. Doch bei Roller. Hahaha, XD. Roppelkopter. So, die nimmt mir jetzt niemand mehr weg. Wer es doch tut, der bezahlt mit seinem Leben. Geil. Mach ich sofort. Boy hat Bock. Hauptsache Flagge. Wo bist denn du? Ray hat nirgends Bock zu sterben. Nein! Joggers! Ja! Da nimmt mir keiner ab! Ich nehm mir Pink. Ich nehm Pink. Na! Macht mal. Oh. Das ist weg. Fuck. Ja, ohne Leistung machst du halt gar nichts. Nee, yo, nein! Yo, alles klar! Es ist kein Crash Derby, Jungs! Ich wollte direkt Flaggen dir sammeln. Auf einmal wolltest du da hoch. Sorry, Andi. Ich krieg halt grad gar keine Flagge mehr, ne? Ist ja alles nicht nur schnell. Du, Ray, nicht nur du. Ach, hast du eine? Da war noch ja, jetzt schon. Und ich bin nur abgecrashed, Leute! Was? Ich komm da halt gerade. Andi, guck mal rückwärts. Nein. Ach, fuck. Nein, Micha. Nicht, ey. Das hat eigentlich ganz gut angefangen, aber. Ich sagte nein. Geht's weg? Nein! Ach nein, Mann! Nein! Nein! Andi, das ist ja nicht dein Ernst, oder? Was denn? Nein. Wir fahren in die Richtung. Ja, das war's. Shit. Ja. Ich hätte, glaube ich, viel mehr auf den Lauf setzen sollen. Weil selber abliefern, das bringt eh nix. Bei der Leistung oder bei dem. Ich bin Erster von hinten aus gesehen. Nein, Ford GT ist Erster von hinten. Ach nee, stimmt. Weil er ausgeschieden ist. Aber jetzt der endgültig aus der Ford GT. Ja, richtig so, eh voll der Cheat.
20.000 EP, Alter. 11.000. 19.000. Darauf einen Eistee. Darauf Metzomix. Ey, ich am Wheelspin darf ich da nachrüsten für das, was ihr gegessen habt. Ich bin nur 5.000 Credits auf die ganze Hab ich gerade auch schon gefragt. Da habe ich 75.000 gezogen. Aber die 5.000, die bringen mir nichts. Immer diese Leute, die Langeweile haben und einen wegschieben, wenn man nichts macht. So, sorry. Ich bitte mal. Andi! Nenn mir doch mal ein Spielplatzgebiet! Ja. Wo willst du beerdigt werden? Komm. Schiffwracks. Nein. Naja, weißt du was? Nimm nicht Schiffswracks, da heißt der Rapper. Baustelle, so komm, nee, Baustelle. Benjamin West Point Tower klein. Ach, liebe Güte. Was, West Point Tower? Was sind das? Ach, da Baustelle. Oben. Baustelle. Klein. Jetzt muss ich's... Bist du aber doch klein. Klein? Natürlich. Junge, wir sind 12 Mann. Ja, und ich bin ein schnelles Spiel. Das wird ein schnelles Spiel. Ich schon treffen. Was ist, wenn es jetzt König ist? Ich hoffe, es ist auch schneller vorbei. Es wird nicht König. Andi ist als erstes infiziert. Ja, bei König. Andi ist das erste infiziert. Also Andi, genau. Dein Motor ist in meinem Kopf drin. Also, er wird gerade geköpft von einem Spoiler. Lobe. Was ist denn da drinnen? Das ist ein Ultima. Moment, ich bin auf einer Schnellreise. Alter. Oh Gott. Ernsthaft infiziert. Ich hab nicht, ey, ohne Scheiße, es wurde wirklich so gezogen. Ich hasse diesen Supers-Generator. Ich hab infiziert und von und 1 bis 12 habe ich 2 spielen. Gezogen und du bist der zweite in der Liste, sowohl hier auf dem Teamspeak als auch bei mir im Horizon. Und ja. Ich hasse diesen Supers-Generator. Ja, jetzt bestimmt bist du nicht infiziert, dann ist alles gut. Ich bin infiziert. Weil so viele Zufälle kann es gar nicht geben. Es gibt wieder 3 Infizierte, jetzt pass auf. Oh, jetzt mein bin Wagen ich da. Das ist ein Raptor bestimmt. Ich hab. Aska, mein Auto schwebt. Aska. Ja, meins auch. Ja, Aska, ich bin nicht mit dabei. GG. Und ich bin's wahrscheinlich. Nein, ich bin's. Nee. Und ich... Galaxy. Galaxy. Nee, ich bin. Aber ein Moment. Wir müssen neu starten. Einer ist ja nicht dabei. Ist Galaxy Andi in Wahrheit? Kann es sein? Toll, ich bin halt voll des Futter, ja. Wir müssen nochmal neu starten. Ja, du hast einer nicht dabei. Ja, das stimmt. Aber genau deswegen habe ich auch Allrad, wegen Offroad und solchen Spielen, falls sie kommen. Dass jetzt natürlich gleich zweimal Spiele kommen. Nee, ja, ich habe mich geweigert. Oh. Ja, lass ihn einfach niemand infizieren. Ah, das ist halt wird nix. Nein. Ach, du bist jetzt nicht ernsthaft explizit hinter mir her, oder? Der ist so scheiße. Wo ist er denn? Ich sehe den gar nicht. Das ist schlecht, dass wir ihn nicht sehen. Seht ihr ihn? Ja, er war unter dir. Da kommt was, oder ist er das? Da, oh, da ist er. Oben auf der Baustelle. Obere Etage. Oh, ich weiß nicht. Was war ich für eine Rückwärts, Gute? Rückwärts, Rückwärtsgang, Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Ich hab extra Hot Wheels Reifen. Die sind richtig gut im Dreck. Die haben extra mehr Grip. Ja. Ich glaub der. So werde ich wieder gewinnen, wenn ich leer. Nein! Ich glaub, der... Aber ich bin nicht der Erste, den es erwischt. Hauptsache Andi steht aber sofort wie auf der Rampe. So, wo ist denn Andi? Wo ist denn Ray? Der steht oben auf der Rampe, der Andi. Und ich hänge. Das kann ich ändern. Oh, hi. Dann ändert das doch so. Nein, keine Sorge. Was? Ich hab dich berührt. Hast du gerade auch in der Flip gekriegt? An mir nicht. Marcel? Ja, genau, bei mir schlendern sie vorbei, ich werde infiziert und dich ramme ich voll weg und du wirst nicht. Murmel. Das ist. Das war kurz. Okay, tschüss. Nein. Ah! Ja. Boah, Power Mann, frei. Gut, wir haben jetzt das Dickschiff bei uns. So sehen jetzt alle, wie ich fahre, genau in die Falle! Danke, Max. Ich bin voll gut dabei. So. Wir müssen sie mal da oben zusammenschneiden.
Nein! Es geht nicht. Ja, scheucht so runter. Ach, halt. Ich verschweiß. War nicht die klügste Idee. Flüchte, Scarface, flüchte! Ich hab hinterher geguckt, dann guck ich wieder vor mich, und dann auf einmal Max infiziert mich. Ja, nicht so viel gucken, mehr machen. Ja, ich dachte, da kommt niemand. Was war das, Galaxy? Ja, zu tief, wa? Zu tief ja, gelegen, der Hobel. Nee. 12 cm finde ich schon in Ordnung. Dennis bleibt da, ja, Dennis bleibt da. Garf. Ey, fang den einen unten einfach ab. Der fliegt jetzt eh runter. Den hole ich mir jetzt. Was? Wollt mich verarschen, ja. So einen schlechten Actionfilm, ey. Mir wünscht, dass das hier echt so nicht gestellt. Straßensperre! Nein! Oh, der Dicke schlägt zu! Keine Chance! Oh, nice. So. Immerhin, ja, ich frag zwei. Ja, gut, und man muss ja sagen, infiziert. Man muss ja sagen, sein Auto ist ja auch noch DG. So kann man das jetzt nicht sagen. Der Zufallsgenerator ist heute sehr, sehr, nicht sehr auf Abwechslung drin, muss ich sagen. Hoffentlich darf ich jetzt eine Offroad-Strecke aus. Nein, geil. Und zwar, ich muss gerade warten, bis ich weiß gar nicht, wer an der siebter Stelle ist. Mal kurz warten. Auf jeden Fall die Person an siebter Stelle, bei mir an siebter Stelle. Ich glaube, es ist bei jedem ein bisschen anders, weil man selber steht, man selber ganz oben und dann geht's nach Alphabet, glaube ich. Oh, ich krieg einen Wheelspin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Core XFTW sucht sich eine Sprintstrecke aus. Och, du Gottes Willen. Offroad. Nicht Offroad. Auf gar keinen Fall. Da gibt's nichts Offroad. Stadtstraßen, bitte. Was? Ah. Nein! Wie heißt das? Stadtstraßen. Was für Straßen? Da kann ich auch nicht gehen. Sprint, wo ist denn der? Landstraße, wo ist denn der? Stadtstraßen. So, Max. Sprint, ist das da ganz oben oder was? Ja, das nächste ist direkt unter der Baustelle. Das nächste direkt unter der Baustelle? Ah, okay. Ach, das ist. Ja. Komm schon, bitte Kurven. Viele Kurven. So, das ist jetzt auch schon die letzte Veranstaltung für heute. Mit oder ohne Kollision? Das entscheidet die Person. Und noch Moment, ob wir noch in der Stelle reißen. Ohne. Malament. Ja. Mir ist einfach meine Box abgeschmiert. Aha. Warum müssen eigentlich immer alle ran? Da steckt so ein Raptor oder was in mir. Nee, das heißt anders. Da steckt ein BRZ in mir. Wo der steckt, das möchte ich gar nicht wissen. Achso, und falls die Frage bei den Zuschauern aufkommt, warum auf dem Thumbnail ein ganz anderes Fahrzeug abgebildet ist, als das, was man vielleicht hier zu sehen bekommen hat, das liegt einfach wegen dem Spoilerschutz. Ja? Das wurde sich gewünscht nach der ersten Folge, weil ich sonst ja verraten würde, was ich habe und bla bla bla. Oh, dann darfst du aber keine Viper ACR nehmen. Das ist eigentlich eine gute Idee, eine Viper zu nehmen. Wegen Spoilerschutz. Wieso? Kann ich ja abnehmen, Mann. So, eine Viper ist dabei, also darfst du keine Viper nehmen. Mach den Pink. Nee. Was ich nehme, Dings. Außerdem kann ich ja die ACR nehmen. Die hey, Ray! ACR. Okay, Ray, das ist nicht das Auto, was du hast, dann nimm das Auto, was ich habe. Bin ich wieder vorletzt? Ja, genau, stimmt. Kann ich sagen, Ray? Das ist ja das gewesen, was Antje hat. Ray ist wieder Startplatz. Kollision Ray? Ist nicht ein, weiß. Oder? Besten ja. Stand immer ganz vorne. Bis uns aus. Wurde sich gewünscht, ja. Ah. Bis zum nächsten Checkpoint bei Jester! Nein! Ich hab gefühlt alles erreicht, was ich will. Geil! Zweiten Checkpoint direkt verpasst. Ey, ich bin immer noch Erster! Ich hab mich vom Schrei so erschrocken, dass ich den ersten Checkpoint verpasst. Das war der Plan. Das war der Plan. Aber ein dezentes Grip-Problem. Echt? Nicht nur du. Ich hab ein sehr großes Grip-Problem. Von dezent kann da nicht die Rede sein. Ich habe eher das Problem, dass mein Ford fliegt. Ich sehe halt gleich eine riesige Rauchschwade. Was mit dem Ultima? Oder? Ich dachte, das ist so ein Kurvenmonster. Ich habe ja heute echt so ein bisschen auf ja, ich habe vergessen, so gehofft, weil ich da mit dem Low zu stellen kann. Also der eine Ultima ist rausgeflogen. Ist richtig so. Der war eigentlich die richtige Farbkarte. Ja, genau. Hat hier irgendjemand was gegen meine Red Bull-Lackierung? Ich habe die gleiche auf meinem Ultima. Ja. Generell immer. Oh. Außer es ist eine pinke Red Bull. Sind wir wieder Quattro, okay. die haben immer Vortrieb. Wie der Ultima einfach wegzieht, ne? Jo, und dann kommt der Ford, der Langweiler.
Ich war auf Ort, aber halt. Ich hatte den Chip GT. Oh shit, gegen die Wand. Viel zu viel gerade. Wenigstens nicht letzte. Angehör auf zwei. Hm. Wollte schon mal Ultima, ja. Was ist denn los? Schleim. Kann schon Glück reden, waren auch mal verdammt. Warum hab ich was gesagt? Nein! Also heute hab ich Pech mit der Z4. Das Ding lässt sich nicht bremsen. Ja, Z4 ist echt ein bisschen kacke. Scheiße. Okay. Ja, aber gut, aus der Z4 hätte man mehr machen können als aus dem Ford. Ja, gut. Wer das Werkzeug baut, das kann man wahrscheinlich immer aus jedem Fahrzeug. Denk dran, Nitro Speed Shift 2, Werkzeug baut. Alter, echt jetzt? Ich... Geht voll, ne, das geht nicht. Ey, zweiter! Mann, nur weil ich an dem Zaun hängen geblieben bin. Oh nein, schau. Das könnte ich aber nice Way noch bekommen, ey. Schaff ich's noch ins Ziel? Ja, Mann! So eine Kacke, ey. Der Raptor kannst du doch schon. Halt vorne. Und. Immer ist Leute, X-Klasse Leute, 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 ja. Leute, 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 Leute. Ja, die sind halt scheiße. Nicht so schnell. Gut, Leute, das soll's wieder gewesen sein mit einer Runde Wheelspin. Ja, wieder mal habe ich das Feld von hinten nicht aufgeräumt. Ja, vielleicht beim nächsten Mal habe ich mal ein bisschen mehr Bin-Glück. Ja. Und ja, mal gucken. Vielleicht finden wir noch andere coole Regeländerungen. Wie immer könnt ihr natürlich gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben, wenn sie denn auch Sinn machen. Und ja, ich würde sagen, wir sind raus. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, die auch hier mitgemacht haben in der heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Tschüss. Ciao.